Als letzten Schritt wollen wir die Auflösung des Bildes vergrößern, um es für die Ausgabe auf einem Drucker vorzubereiten. Ich gehe dazu zum Menü Bild, Bildgröße und kann in dieser Dialogbox nun einen höheren Wert eintragen. Wichtig ist, dass Photoshop in den Grundeinstellungen auf bikubische Interpolation steht, denn dies ist die Interpolationsarbeitsweise, die Photoshop für Halbtonbilder benötigt.